Innovation ist enorm wichtig. Wenn wir nicht dauernd irgendetwas neu erfinden, werden wir uns nicht weiterentwickeln können. Und ich finde das ganz großartig, dass der erste deutsche Innovationspreis hier in Frankfurt entstanden ist, vor 33 Jahren. Und ich habe gehört, dass enorm viele Innovationen eingereicht wurden, die uns die Zukunft sichern. In unserer Firma haben wir die Grundsätze Unabhängigkeit, Unternehmertum und Menschlichkeit. Was heißt Unternehmertum? Das heißt immer wieder gestalten, was Neues zu gestalten und zu sehen, dass man da sich einsetzt, wo es notwendig ist. Ob es jetzt im Wirtschaftsbereich ist oder ob es im sozialen Bereich ist. Und mein Vater hat immer gesagt, jeden Tag muss ich mir überlegen, ob unsere Strategie noch stimmt. Und das habe ich übernommen. Davon bin ich geprägt. Und insofern haben wir, glaube ich, auch wirklich strategisch nicht immer das Richtige gemacht, auch Fehler gemacht, aber immer uns damit beschäftigt. Unabhängigkeit, Unternehmertum, Menschlichkeit. Das sind unsere Werte. Und ich glaube, es kommt noch was dazu, auch die Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit dem Kunden gegenüber, dass man im Interesse des Kunden wirklich alles macht, was man ihm rät. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da auf einem sehr guten Weg sind oder dass wir überhaupt gut sind in Deutschland. Das ist sehr eingeprägt in Deutschland bei allen Unternehmen. Ob es jetzt Industrie ist, die ein Produkt darstellt, oder ob es unsere Industrie ist, die berät in erster Linie. Aber das ist in Deutschland gut. Gucken Sie mal, dass so viele Dinge eingereicht wurden hier, wie ich vorhin gehört habe, dass die Jury begeistert ist, wie viele Innovationen eingereicht wurden. Da können wir doch wirklich beruhigt sein, dass in Deutschland der Innovationsgeist, der Unternehmergeist besteht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es so einen Preis gibt, damit man dann auch wirklich erstens diejenigen, die es tun, eine Anerkennung zeigt und uns allen hier zeigt, was sich an wichtigen Dingen ereignet.